Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Ein Freund von mir hat neulich in seinem WhatsApp-Status ein Bild gepostet, das mich zum Schmunzeln gebracht hat. Da war ein Mann zu sehen, ungefähr meine Statur, vielleicht sogar noch ein bisschen dicker, und der stand vor der offenen Kühlschranktür und schaute sehnsüchtig in den leider leergeräumten Kühlschrank hinein. Und unter dem Bild stand: Konfuzius sagt, was du suchst, ist längst in dir. Ich habe zuerst geschmunzelt und habe mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Aber dann dachte ich, ein bisschen was Wahres, wie so oft, ist an diesem eigentlich zum Schmunzeln gedachten Bild schon dran. In der Bibel heißt es ganz am Anfang: Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, Gott hat mich und Gott hat dich zu seinem Bild geschaffen. Er hat etwas Göttliches in uns hineingelegt. Und das ist da. Da ist etwas Göttliches in dir. Leider, wenn man die Bibel weiterliest, wird schnell deutlich, dass dieses Göttliche in uns ganz schön verschüttet ist unter allem möglichen anderen Zeug und auch unter allem möglichen Dreck. Die Bibel nennt das dann Sünde. Aber doch ist es da. Da ist etwas Göttliches in dir. Und Jesus will uns helfen, dieses Göttliche in uns freizuräumen, es freizulegen, es neu zu entdecken, es an die Oberfläche zu holen, dahin wieder durchzudringen. Wenn wir Gottesdienste feiern, wenn wir zusammen in der Bibel lesen oder beten oder Lobpreislieder singen oder wenn wir für uns alleine beten, in der Bibel lesen, sie studieren, dann geht es genau darum, dass Jesus uns dadurch helfen kann, das Bild Gottes, das in uns ist und das verschüttet ist, unter allem möglichen anderen wieder freizuräumen, wieder neu zu entdecken. Ich möchte dich mit diesem Gedanken in den Tag senden. Da ist etwas von Gott in dir. Du bist geschaffen zum Bild Gottes. Und es geht darum, das freizulegen, das neu zu entdecken und dass Jesus uns dabei helfen kann. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis morgen.